Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht wieder eine Freitemennacht und das heißt, dass ihr mich anrufen könnt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Also Frage, über welches Thema habt ihr Lust, euch mit mir hier jetzt live im Radio und im Fernsehen zu unterhalten. Die Frage geht auch direkt an Ralf und Ralf ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Ralf. Dein Na? Thema. Ja, unberechtigte Hausdurchsuchung. Mhm. Die ist dir widerfahren. Das ist bei dir passiert. Ja, gestern. Gestern? Gestern Morgen um 9:30. Was genau ist passiert? Beschreib mal. Ja, was ist genau passiert? Wir haben bis um 9:30 geschlafen. Meine Frau und ich, und auf einmal klingelt es an der Tür. Mhm. Und ich dachte, von meinem Schwager, die Kinder oder so, wären da. Mhm. Und dann mache ich die Tür auf und da stehen da drei Polizisten vor der Tür, zeigen mir einen Ausweis und sagen, ja, Hausdurchsuchung. Waren die in Uniform? Nee, zivil. Zivil. War auch nicht BKA, das war normale Kripo aus Lingen. Mhm. Die in Uniform zeigen auch, glaube ich, keinen Ausweis. Aber ich muss leiser machen, sonst gibt das eine Rückkopplung. So ist es sehr schlau, genau. So, es dann standen also drei Polizisten da. Die sagten, eine Hausdurchsuchung ist angesagt. Ja. Daraufhin hast du wahrscheinlich gesagt, wie, was, warum oder so. Ja, sicher, das habe ich gesagt. Und dann haben sie mir den Zettel gegeben und haben gesagt, lesen Sie sich das mal durch. Was stand denn da auf dem Zettel? Ja, Verdacht auf Verbreitung von kinderpornografischen Bildern. Aha. Also ganz krass, ne? Ja. Und mir ist schleierhaft, wer denen das erzählt hat. Das weiß ich bis jetzt noch nicht. Was erzählt hat? Ja, weil die haben gesagt, die hätten einen Tipp gekriegt, dass sich irgendjemand sowas angeboten haben sollte. Ach so, wie ging das denn dann weiter? Hast du diesen Wisch gesehen, da stand es drauf. Ich glaube, dann kann man ja auch nichts dagegen unternehmen. Man muss das dann ja über sich ergehen lassen. Dann kamen die Männer rein in eure Wohnung. Und wie läuft so eine Hausdurchsuchung ab? Was passiert da? Ja, dann kommen die rein und wollen natürlich die Wohnungsräume durchsuchen. Und sagen, ob man da, fragen erstmal, haben sie überhaupt was dagegen und so. Ist ja auch egal, wenn man es nicht hat, aber die sagen, dann haben sie was dagegen. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, das können sie ruhig machen, ich habe nichts zu verbergen. Mhm. Ne? Wo suchen die denn dann überall? In jeder Ecke, unter jedem Sofa? Nein, ich denke, da gibt es so verschiedene Sorten, weil so genau haben die auch nicht geguckt. Mhm. Wie lange hat die ganze Aktion dann gedauert bei dir? Eine Stunde, ne? Na gut, aber da haben sie doch schon einiges durchwühlt wahrscheinlich, ja. Ne? Schränke, ja, die Schreibtisch. Haben als erstes hinten im Zimmer angefangen, wo ich meinen Computer früher hatte. Ja. Und da haben die dann auch CDs sichergestellt, das waren 50 Stück. Mhm. Ja, sind die auch in deinen Computer reingegangen und haben geguckt, was du auf der Festplatte hast? Nee, ich habe keinen Computer mehr. Den habe ich vor 2 Monaten weggegeben, wegen meiner Internetsucht. Aha. Ne? Mhm. Und ja, die haben dann die CDs durchguckt und Videokassetten. Ja. Und haben dann gefragt oder geguckt, ob irgendwelche verdächtigen Schriften drauf sind, ne, ob da irgendwas markiert worden ist, ne? Mhm. So, du hast aber mit dem ganzen Themenbereich Kinderpornografie nichts zu tun. Nein, nein. Definitiv also, nichts. Nein, habe ich definitiv. Die haben auch dementsprechend dann nichts gefunden bei dir. Ich bin wohl ehrlich soweit, das habe ich der Polizei auch angesagt. Ich habe früher im Internet gesurft. Mhm. Ich habe viel im Pornobereich gesurft, ne? Na gut. Und da hat man auch öfter solche Seiten gesehen, wo Kinderpornografie angeboten wird. Mhm. Das hatte ich mir auch schon wohl mal angeguckt, aber nicht aus Geilheit, sondern man hat es noch nicht gesehen und ich... Das heißt, du bist durch Zufall dahin gelangt und... Ja, ja, richtig. Und dann hat man sich das schon mal angeguckt. Das ist klar, aber nicht aus Interesse, weil ich habe den... Jetzt ist die große Frage, die du gerade auch formuliert hast. Wer hat die Polizei auf dich gebracht? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, ehrlich nicht. Wie geht denn das jetzt weiter? Die haben nichts gefunden bei dir. Was passiert dann? Ja, die haben bei mir auch für CDs wo was gefunden, aber nicht im kinderpornografischen Bereich, sondern ich habe ein paar Bilddateien in tierpornografischem Bereich gespeichert, um Kumpels mal zu schocken, ne? Weil ist ja schon heftig sowas, ne? Und das ist ja auch in Deutschland illegal. Mhm. Und jetzt kann sein, dass ich deswegen wohl einen über den Deckel kriege, ne? Und für meine Musik-CDs, weil das Raubkopien waren, die meisten. Ach so. Kann sein, dass ich dafür auch noch einen kleinen Scheißer kriege. Hast du jetzt einen Rechtsanwalt genommen oder? Nee.
Du lässt das Ganze mal auf dich zukommen. Ja, ich habe auch gesagt, der Polizist hat mich gefragt, das war wohl ganz witzig gestern Morgen, trotz all des Schockes, ich war ja noch bei der Polizei gegangen wegen den Verhör und so, da hat er mich auch gefragt, ob ich einen Rechtsanwalt nehmen wollte, ne, und habe ich ihn dann ganz stumpf gefragt, dann haben wir den bezahlt gerne, ne, das wurde ihm dann doch zu teuer. Ja, aber du bist ja keiner großen Schuld bewusst. Und dementsprechend denkst du, dass es auch relativ harmlos abgeht und also, du dich da selbst dann auch verteidigen kannst. Ja, ich denke einfach mal so, lieber vier Unschuldige durchsuchen, als zwei Leute laufen zu lassen. Ja, das ist ein guter Hinweis. Darauf wollte ich auch jetzt zum Schluss noch hinaus. Du bist gar nicht so groß sauer, dass das passiert ist. Ja, ich finde es auch okay, wenn dann sowas mal passiert. Aber wenn man eben über ein solches Verfahren eben die wirklichen Täter findet, ne, ist es auch okay, wenn man das dann mal über sich ergehen lässt. Sozusagen. Ich habe denen auch ein paar Adressen gegeben, wo sowas zu finden war. Ne? Mhm. Zum Beispiel bei den Tauschbörsen und so. Ne? Da gab es auch Videodateien und Bilddateien. Zum Beispiel bei, ich sag mal keinen Namen, nicht, dass da nachher jemand drauf klickt. Ne? Aber da gab es auch schon welche, weil es gibt welche, die bieten Fotos an. Also ich finde auch wirklich, dass man alles nur Erdenkliche tun muss, um die Polizei zu unterstützen auf diesem Gebiet. Es gibt, ich glaube, gar nichts Widerlicheres und Schändlicheres, als Kinder zu solchen Dingen zu zwingen und Kinder dazu zu benutzen. Auf jeden Fall. Diese Seelen sind für immer zerstört und kaputt. Ja. Ich weiß ja, ich war früher auch im Heim, also bei mir hat man es ja auch versucht gehabt, deswegen, aber ich habe es nicht durchgehen lassen. Ja. Das war deine Geschichte zu gestern. Plötzliche Durchsuchung, wenn man zur frühen Stunde um 9:30 aus dem Bett rausgeklingelt wird. Ja, das war schon heftig. Man rechnet ja nicht damit. Ne? Man rechnet ja mit allem, aber nicht mit sowas. Nee, natürlich nicht. Alles Gute, Ralf. Okay. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, das ist die heiße Nummer, der heiße Draht hier zu mir ins Studio. Eine kostenfreie Nummer für euch. Und die hat auch gewählt Andreas. Und Andreas ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Andreas. Also, mein Thema, worüber ich gern sprechen möchte, ist, ich war Callboy vor rund 10 Jahren. Vor 10 Jahren, also mit 16? Mit 16, ja. Wie lange hast du das gemacht? Das habe ich bis 21 gemacht. Doch so lange, 5 Jahre. Wie bist du mit 16 dazu gekommen? Du, das ist ganz kurios gewesen. Ich war damals bei Karstadt einkaufen, kam dann bei Karstadt bei uns hier wieder runter und dann sprach mich ein Mann an, ob ich ganz schnell 30 Mark verdienen möchte. Ja, so neugierig wie ich halt bin ich dann mitgegangen und so bin ich dazu gekommen. Ja, Moment, du bist dann mitgegangen. Wohin bist du mit dem Mann gegangen? Zuerst auf Toilette. Bei Karstadt? Ja, bei Karstadt. Und das wurde dann aber etwas da wurde man dann öfters gestört, bevor er überhaupt auf die Sache kommen konnte, was er denn wollte. Und dann sagte er, ob ich mit zu ihm komme. Ich so, bin ja neugierig, natürlich komme ich mit. Und so bin ich dann eben... Aber das ist ja schon auch verrückt. Ne? Du, mit 16 Jahren ist man nur kein Kind oder kein Kleinkind mehr. Nur mit Sex hatte ich nicht viel am Hut. Ja gut, aber du hast dann ja gemerkt, dass es um Sex ging. Und dass du dann darauf eingegangen bist und dann auch mitgemacht hast. Ich war neugierig. Reinste Neugier, weil mit Sex hatte ich noch nicht viel. Gut, die Neugier war ja dann in dem Moment, wo es zur Sache ging, war die ja befriedigt. Da wusstest du, was los ist. Am Anfang ja auch. Genau, das wollte ich jetzt fragen. Wie hat dir das gefallen am Anfang? Es hat dir gefallen. Mir hat es gefallen. Ja. Weil er war auch nicht brutal oder irgendwie anders, sondern ganz zärtlich. Was musstest du mit diesem ersten Kunden machen? Gar nicht viel. Er wollte nur, dass ich mit meiner Hand ihn befriedige. Also nicht viel mehr. Wie alt war der? Der war 30. Wir haben uns nett vorher unterhalten und so weiter. Und so bin ich dann dazugekommen. Ja, das war der Anfang. Wie hat sich das denn weiterentwickelt? Du bist dann immer weiter... Dann bin ich immer tiefer, erst durch seinen Bekannten. Und dann hat er mir zwei Treffpunkte hier gesagt, wo ich wohne. Wo man dann Männer... Und im Sommer haben wir hier so eine FKK am Baggersee. Und da trifft man dann Männer und Frauen. Und dann ging meine Telefonnummer immer reihum. Das heißt, du hast auch Frauen bedient? Ja, nur die Frauen wollten weder Sex noch sonst was, sondern sie wollten jemand, der sie begleitet, ausführt, so ganz, mit dem sie reden konnten. So ein ganz junger Typ zum Begleiten und Ausführen. Ältere Frauen scheinbar wohl auf jüngere zu stehen. Du hast gerade Callboy gesagt, wenn man das krass ausdrückt, hast du als Stricher gearbeitet, ne? Kann man sagen. Das kann man sagen, ja. Hast du zu der Zeit noch zu Hause bei deinen Eltern gelebt? Nein. Meine Mama, mein Vater, mein Richtiger, ist mit 91 gestorben. 1991? Ja. 1991, Da ist dann zwischen mir und meiner Mutter dann der Faden ganz gerissen, weil wir sind wie Hund und Katze. Und dann... Hast du denn schon alleine gelebt mit 16 Jahren?
Nee, der hatte ich mal zu Hause. Und dann im Sommer bin ich dann rausgeschmissen worden, beziehungsweise bin dann freiwillig gegangen von zu Hause. Und dann habe ich mich eben so halbwegs durchgeschlagen, bis ich jetzt bei meinem Pflegevater gelandet bin, wo ich mit immer noch zusammen wohne. Ach, jetzt im Moment mit 26 mit dem Pflegevater. Ja. Lass mich nochmal zurückgehen, nochmal fragen, so in die Anfangszeit. Warst du zu der Zeit noch Schüler? Ich war ganz am Anfang ein halbes Jahr noch Schüler, ja. Das heißt, du hast das dann an den Nagel gehängt? Meine Schule habe ich dann wirklich mit Trauben und Kompeten bin ich durchgefallen. Ja. Und hast dann nur noch als Stricher gearbeitet? Dann nur noch als Stricher, weil Fünfen und Sechsen im Zeugnis, weil Lehrstelle war ja dann erstmal nicht. Und durch meinen Pflegevater habe ich aber meinen Hauptschulabschluss nachgeholt. Was hast du in deinen besten Zeiten damals verdient, pro Woche beispielsweise? Kam unterschiedlich. Im Sommer, im Winter weniger, im Sommer mehr. Die besten Zeiten so 3.000 bis 4.000 Mark. In der Woche? In der Woche teilweise. In der Woche. Was macht man als ganz junger Typ mit so viel Kohle? Zum Fenster hinauswerfen. Mhm. Das heißt, du hast nicht viel gespart, sondern hast dir ins Haus und raus gelebt. Richtig, weil in dieser Zeit dann sucht man natürlich auch eine Freundin, man ruft hier mal an oder auf einer Flirtline und schon ist das ganze Geld auch weg. Mhm. Wie hast du denn damals gelebt? Hattest du eine tolle Wohnung? Hattest du später dann auch ein tolles Auto oder wie? Nee, ich habe keinen Führerschein. Ich bin mal hier in der Disco gegangen und da in der Disse, habe dann eine Freundin gehabt, die hat natürlich viel Geld. Die hat aber auch nicht nachgefragt, woher das kommt. Also so richtig mit vollen Händen rausgeschmissen und auch die Leute eingeladen und sowas. Du hast eine Freundin. Ja, du hast eine Freundin gehabt, sagst du. Hast du dir das erzählt, was du eigentlich machst? Nein, damals nicht und heute suche ich verzweifelt eine, weil sobald die wissen, was ich gemacht habe, sagen sie erst, ja, ich komme damit klar und später hinein sind sie doch weg. Ja. Gab es überhaupt jemanden damals, mit dem du darüber geredet hast, dass du Stricher bist? Nein, damals gab es überhaupt keinen. Wie kam es dann, dass du mit 21 Jahren ausgestiegen bist? Das kommt jetzt durch meinen Pflegevater. Dem verdanke ich eine ganze Menge. Was heißt denn Pflegevater? Wann und wie seid ihr denn in Kontakt gekommen? Wir sind durch einen Bekannten von mir in Kontakt gekommen, weil ich nicht wusste, wo ich dann wohnen sollte. Und er sagte, ey, für eine Nacht weiß ich wenigstens was für dich. Ist das schon mal gut, dann kann ich duschen, umziehen und so weiter. So, und dann bin ich damals bei ihm gelandet, bei meinem Pflegevater. Wie alt warst du da? Das muss ich überlegen. 18, 19. Ja. So, und ach so, dann. Aber diesen Mann kanntest du vorher nicht. Der ist dann erst zu deinem, wie du sagst, Pflegevater geworden. Richtig, weil wir haben uns dann eine ganze Woche unterhalten. Er hat mich auch nicht wieder weggelassen, weil ich von offen und ehrlich gesagt habe, was ich bin, was ich mache. Aber er war nicht eine Weile Kunde auch von dir? Nein, gar nicht. Er ist nicht schwul. Er ist zwar schwul, muss man dazu sagen, aber er hat mich weder angebaggert noch sonst was. Er hat sich die ganze Geschichte angehört und sagte, du, da müssen wir was tun. Wir müssen hier hin, wir müssen zu den Behörden, geht so nicht weiter. Also er hat dir wirklich geholfen und es ist bis heute auch nichts gelaufen zwischen euch beiden? Nein. Hat er eine Beziehung? Er hat eine Beziehung. Mhm. Wie alt ist er? Er ist jetzt 50. 50. Ist das jetzt einfach nur so ein Begriff von dir, ein netter Begriff, das ist mein Pflegevater oder hat das irgendwelche rechtlichen Grundlagen? Das hatte rechtliche für kurze Zeit, weil das übers Jugendamt erst lief und dann übers Sozi. Und das Jugendamt hat ihn für 4 Wochen als Pflegevater eingestuft. Ach so. Und so bleibe ich dann heute noch dabei, weil die ganze Familie hat mich auch als Enkelsohn akzeptiert. Das heißt, im Prinzip hast du es diesem Mann zu verdanken, dass du aus diesem Milieu herausgekommen bist. Ja. Du bist jetzt schon 5 Jahre wieder raus, arbeitest 5 Jahre nicht mehr als Stricher. Nein. Was machst du? Von was lebst du? Mein Pflegevater ist, also er schreibt Excel-Tabellen, falls ihr das was sagt. So, er rechnet um oder macht Buchführung und so weiter. Und wir haben uns damit dann im Internet selbstständig gemacht, weil es kleine Firmen gibt. Die suchen so welche Leute. Das heißt, du hast einen eigentlich recht passablen, ordentlichen Job jetzt auch. Mit deinem Pflegevater zusammen. Aber mit der Liebe klappt es nicht, so sagst du. Nein, also da habe ich genug Schulden am Arsch, weil ich habe auch Flirtlines und so weiter angerufen. Und habe natürlich versucht, über sowas eine Frau zu bekommen, aber das geht nicht. Aber du bist definitiv eigentlich heterosexuell. Ja. Ich stehe also auf Frauen. Ich habe auch genug Ex-Freundinnen. Und mein Bekanntenkreis weiß aber, dass ich vorher so anders auch mit Männern und dafür Geld genommen habe. Wie ist dir das überhaupt damals gelungen, 5 Jahre als Stricher zu arbeiten, ohne, das ist mir immer ein Rätsel, ich höre das so oft, ohne schwul oder ein bisschen schwul zu sein? Das sagen die meisten. Ich weiß es auch nicht, wie es, weil ich habe mich wohl sinnbildlich vorgestellt, dass es eine Frau ist. Das heißt, es gab auch Situationen, wo man von dir eine Erektion verlangt hat oder erwartet hat.
Richtig. Ne? Also wenn du also ein knochentrockener Hetero bist, müsste dir eigentlich das Kotzen kommen, wenn du da mit einem nackten Typ zusammen bist. Richtig. Also musst du dir sinnbildlich vorstellen, dass es eine schöne Frau neben dir ist. Und das gelang dann immer so. Auch nicht immer, auch nicht muss immer. Ich dazu sagen. Aber dennoch stelle ich mir das sehr schwierig vor und man muss doch sehr mit sich wahrscheinlich das Ganze so auf Distanz halten, ne? Um nicht wirklich da... Ja, wie gestern schon eine von deinem Hörern sagte, dieses Doppelleben, das macht nachher seelisch fertig. Was meinst du, was jetzt die schlimmsten Folgen für dich, so für dein Leben, deine Seele waren, dass du das 5 Jahre gemacht hast? Dass ich heute den Frauen und teilweise auch meinen Freunden nicht mehr so ganz vertraue, wenn es geht. Mhm. Weil das ist das. Wenn ich eine Partnerin habe und liege mit ihr im Bett und ich weiß nicht, vielleicht erwarte ich zu viel Gefühle oder so und dann kommt das, ist der Zweifel wieder da. Mhm. Ist das jetzt nur, weil sie dir gefällt, weil du das ja selber kennst, nun mach die Beine breit und so weiter? Mhm. Oder? Funktioniert deine Sexualität normal für dich? Ist das für dich, hat das auch irgendwelche Nachwirkungen, diese Zeit? Teilweise auch nicht. Mal kann ich ständig und mal überhaupt nicht. Mhm. Weil dann kommt dieses Bild wieder im Kopf und dann ist Schluss. Mhm. Also, größtes Problem, eine Freundin muss her. Ja. Eine nette Freundin, die das auch akzeptiert, die es wirklich akzeptiert, was du gemacht hast. Richtig. Ja. Und nicht dieses eben erst sagen, ja, ich akzeptiere und anschließend kriegst du dann im Brief oder... noch nicht mal mündlich gesagt, nur per Telefon oder SMS, du, es hat keinen Zweck, ich komme damit überhaupt nicht klar. Auf jeden Fall, das sehr Positive an der Geschichte, an deiner Geschichte ist ja, dass du das eben mit der Hilfe deines Pflegevaters geschafft hast, da rauszukommen. Ja. Ne, ein Leben aufzubauen, was dir offensichtlich besser gefällt als das vorher. Wahrscheinlich wärst du sonst gar nicht rausgekommen aus dem Milieu, kann das sein? Richtig. Ja. Sonst ist das wie, weiß ich, jetzt komme ich eben nicht drauf, du kommst sonst nicht raus. Mhm. Wie ein Kreislauf. Ja. Du läufst immer wieder im Kreislauf durch. Also dann würde ich sagen, bleibt mir eigentlich zu wünschen, dass dir auch dann noch, nachdem dir schon das Glück über den Weg gelaufen ist, durch den mit in Person des Pflegevaters, dass da auch noch eine nette Frau dir über den Weg läuft. Ja. Und die das auch wirklich akzeptiert. Das gibt's ja auch, auf jeden Fall. Alles Liebe, alles Gute, Andreas. Ja, für dich auch. Von Herzen. Grüße an den Pflegevater von mir. Mach ich. Tschüss. Tschüss. Otto. Guten Morgen, Otto. Hallo, Domian. 60 Jahre alt. Hallo, Domian. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an, Otto? Ja, mein Thema ist, ich bin jetzt 60 Jahre alt. Ja. Und ich habe jetzt durch Eigeninitiative Kontakt aufgenommen zu meiner Jugendliebe. Wie lange liegt das zurück? Das sind 41 Jahre. 41 Jahre? Ja. Hast du die Frau nicht gesehen? Nee, absolut nicht gesehen. War wirklich meine erste Liebe und ihre auch. Warum hast du Kontakt wieder mit ihr jetzt aufgenommen? Ich weiß es nicht. Ich habe die Frau wahrscheinlich mein Leben lang nie vergessen. Bist du denn, warst du verheiratet? Ja, ich war zwischenzeitlich 25 Jahre verheiratet. Mhm. Und danach lebte ich 10 Jahre mit einer Lehrerin in einer Beziehung. Mhm. Und lebe seit 3 Jahren solo. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn man so auf die Idee kommt, ich möchte zu der Person, mit der ich 41 Jahre keinen Kontakt hatte, wieder Kontakt aufnehmen, ist das ja auch eine schwierige Geschichte unter Umständen, ne? Wusstest du denn, wo sie lebt? Ob sie überhaupt noch lebt? Ja, ich habe mir da was Böses einfallen lassen. Ich habe ihren Bruder angerufen. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, aber sie hat es toleriert, weil ich ja schon mehrere telefonische Kontakte zu ihr hatte. Mhm. Also nette Gespräche und sie signalisierte auch irgendwo, dass man ein Treffen zustande käme. Sie also Moment, der Kontakt ist über den Bruder zustande gekommen. Ja, ich hatte dann Klassentreffen. Ach so. Ich hatte dann Klassentreffen simuliert und sonst wäre ich an die Telefonnummer nicht rangekommen. Verstehe. Und der Name ist verheiratet, der Name, man weiß das ja nicht. So, dann hast du sie, auch getroffen, ne? Nein, noch nicht. Ach, das ist mein Problem. Ach, nur Telefon bisher. Ja, Domian, mein Problem ist Fakt. Ich bin noch vom alten Eisen, wie man so schön sagt. Ja. Und ich habe da so ein bisschen Bammel, weil die Frau verheiratet ist, weißt du. Und da ich mit meinen Gefühlen absolut nicht klarkomme. Ich habe dieses Gefühl, als wenn ich sie nie vergessen hätte, diese Frau. Und als dass ich heute noch Gefühle für sie habe. Und die schlagen Purzelbäume, meine Gefühle. Wie viel Mal habt ihr miteinander telefoniert bisher? 4, 5 Mal. Mhm. Über was habt ihr so geredet? Auch teilweise aus der Vergangenheit, mütterlicherseits, und ans Thema, ans Eingemachte sind wir eigentlich gar nicht rangegangen. Wart ihr denn damals richtig zusammen? Ja, wir waren 1,5 Jahre zusammen. 1,5 Jahre. Und weswegen ist das damals auseinandergegangen? Du, da habe ich gar nicht mehr so dolle Erinnerungen dran. Ich meine, ich hätte mich damals blöd verhalten, irgendwo
einen Krach genutzt, ich weiß es auch nicht. Aber auf keinen Fall wegen einer anderen Frau. Mhm. Und hast sie nie aus dem Gedächtnis verloren? Nee. Nie? Nee. Deswegen, ich bin deswegen, fahren meine Gefühle so doll Karussell, weil ich dieses nicht begreifen kann. Ich bezeichne mich eher als Realist. Mhm. Und die Gefühlswelt, das weiß man ja mittlerweile vor allen Dingen als erfahrener Mann, dass man da ja kaum Zugriff drauf hat. Da hat man wirklich, ja, das ist wirklich wahr. Das ist völlig irrational. Und das zweite Problem ist dieses... Lass mich noch fragen, sie hat erzählt, dass sie verheiratet ist. Ja. Hat sie irgendwie was erzählt, ob sie glücklich verheiratet ist? Nein, der Anschein nach so, was für mich so kurios an der ganzen Situation ist, ich habe dieses Gefühl, als wenn die Frau voll zu mir rüberkommt. Ich kann es nicht erklären. Mhm. Ich ordne dieses schon, obwohl ich dem Übersinnlichen nicht geneigt bin. Hattest du denn das Gefühl, dass die sich sehr gefreut hat? Ja, natürlich, natürlich. Mhm. Ja. Natürlich. Aber habt nicht über euch geredet. Und du weißt auch nicht, ob sie in all den Jahren auch so oft an dich gedacht hat. Doch, verschiedene Dinge kamen so raus, ob ich denn noch so schöne blaue Augen hätte und so weiter. Hast du wahrscheinlich noch? Ja, gehe ich von aus. Ja. Im Moment werden sie ein bisschen trüb sein. So, jetzt steht ein Treffen an, oder wie? Ja, deswegen, ich weiß nicht, deswegen rief ich hauptsächlich an. Ich traue mich eigentlich gar nicht, Mensch. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie... Ich habe so ein bisschen Angst, dass sich da die Ereignisse überschlagen könnten. Mhm. Mhm. Hat sie das denn jetzt vorgeschlagen, dass man sich mal trifft? Oder du? Oder traut ihr euch beide gar nicht, das so auszusprechen? Ja, das war beidseitig festgestellt worden. Aber ich vermute, dass, wenn ich jetzt ein Date vorschlagen würde, effektiv, vielleicht würde sie kneifen oder vielleicht ich. Ich weiß es nicht. Ich hänge da wirklich in den Seilen. Mhm. Also ich kenne solche Gefühlswelten, kenne ich nicht. Mhm. Weil ich als Realist nicht neige dazu, wirklich was Fakt ist, als Fakt auch zu sehen, auch zu leben und auch... Ja. Sag mal, in all den Jahren, wo du verheiratet warst, andere Frauen hattest, war das so stark, dass du letztendlich diese Frauen immer mit dieser ersten Liebe verglichen hast? Also indirekt, Domian. Mhm. Indirekt. Also ich kann heute sagen, ich versuche da so ein bisschen dem Chaos entgegenzukommen, dass ich da so ein bisschen, wie sagt man so schön im Kohlenpott, der Sache auf die Spur komme. So, nun müssen wir mal gucken, was liegt jetzt auf dem Tisch. Du hast die Sache angefangen, ne? Ja. Was könnte man machen? Man könnte die Sache jetzt wieder einschlafen lassen. Man könnte noch ein bisschen miteinander telefonieren und sich nicht treffen, was ja auch ziemlich bescheuert eigentlich ist. Oder man trifft sich und sieht der Realität ins Auge, was immer dann auch dabei rumkommt. Ich neige eher dazu, von den drei Möglichkeiten die letzte ins Auge zu fassen, Otto. Wenn ich dich richtig verstehe, einfach der Situation ins Auge. Ja, finde ich schon. Vielleicht hat es ja auch eine heilsame Funktion, vielleicht, ich weiß es nicht, dass du ihr gegenüber sitzt und denkst, ich habe die eigentlich idealisiert in all den Jahren. Vielleicht. Es kann aber auch sein, dass du ihr gegenüber sitzt und denkst, wow, sie ist immer noch ein verdammt rassiges, geiles Weib. Kann ja auch sein. Domian, lach mich jetzt bitte nicht aus. Jetzt gehe ich wirklich ans Eingemachte. Ja. Und zwar hatte ich heute ein längeres Gespräch mit der Frau gehabt. Mhm. Und dann habe ich so mal gesagt zu ihr, ich drück dich mal ganz kurz. Mhm. Und das ist für mich schon überdimensional. Ich habe deren Duft der Haare gespürt, geglaubt zumindest, als wenn ich deren Duft spüren würde, diesen Duft der Haare. Das ist ein Witz, ist das. Mhm. Ich meine, wenn sie sich auf ein Treffen einlässt... Und sie verheiratet ist, es ist ihr Ding, dass sie es macht und nicht dein Problem in erster Linie. Ich finde immer, dass derjenige, der in einer Beziehung ist und sich dann auf andere einlässt, die Verantwortung trägt, nicht der, der da eindringt, wie du jetzt in deinem Fall. Ich finde, du bist so angefixt von der ganzen Sache, das musst du weiterführen, Otto. Das musst du. Ja, ich finde auch. Ja, das musst du. Du wirst ja, wenn du das jetzt einschlafen lässt, denkst du darüber nach, bis du 90 bist, bis du im Grab bist. Das geht nicht. Ja. Weißt du, was ich vielleicht noch meine dazu? Dass ich, sagen wir mal, vom Innersten her, so fühle ich das zumindest, ja. Dass ich vom Innersten immer nach einer Frau gesucht habe, ich hatte das in der Ehe nicht. Also ich kann es wirklich rein Gewissen sagen, auch meinen vier Kindern gegenüber könnte ich das sagen. Dass ich habe ziemlich alles richtig gemacht, viele Fehler natürlich auch, aber ich habe wahrscheinlich unbewusst immer, das ist meine Gefühlssituation,
unbewusst immer nach einer Frau ähnlich gesucht. Mhm. Nicht jetzt persönlich dieses jetzt gesehen, aber vom Naturell. Es gibt doch so Seelenverwandtschaften. Glaube ich. Da schiebe ich das hin. Ja, aber dennoch, Otto, kann es sein, dass du in diesen, ich meine, 40 Jahre, 41 Jahre ist eine so unendlich lange Zeit, da kann ein Mensch sich sehr verändern. Vor allen Dingen wart ihr sehr jung, als ihr miteinander... Ja, das ist es. Es kann sein, dass du diese Frau wirklich sehr rosarot eingefärbt hast und idealisiert hast. Hilfe, jetzt kriege ich den ersten. Ja, aber vielleicht ist das sogar ganz gut, wenn du sie dann siehst und erkennst, ja, die ist ja gar nicht so, wie ich mir das die ganze Zeit irgendwie ausgemalt habe. Deswegen finde ich die Konfrontation finde ich gut. Und wenn da jetzt alles irgendwie in Bewegung gerät, dann gerät es halt in Bewegung, dann ist es halt so. Domian, vielleicht eine Frage, ich will auch noch, dass andere Leute auch noch dran kommen. Ja. Eine Frage, gehe ich da richtig? Ich habe das schon des Öfteren so gehört, obwohl ich da nicht ganz so der Meinung bin, dass man in eine gute Beziehung gar nicht einbrechen kann. Ist das auch deine Meinung? Finde ich schon, ja, finde ich schon. Absolut, deswegen, ich würde mir da auch keine großen Gewissensbisse machen. Wenn, dann muss sie sich die machen, nicht du. Also du meinst, wenn es knallt, soll ich es zulassen? Ja, finde ich schon. Eindeutig ja. Ja, super. Eindeutig jetzt geht's mir ein bisschen besser. Aber ich habe gerade Gänsehaut, mir läuft kalt den Buckel runter. Ja, aber du musst eben auch mit der schlechten Seite rechnen, dass du vielleicht enttäuscht bist von der Frau. Kann ja auch sein. Ja, Logo, aber Mensch. Alles wäre einfach nur Bewegung. Ja, das, wo du dich jetzt so befindest, ist Stillstand und du sitzt da und weißt gar nicht, was du machen sollst und bist ganz wibbelig. Ich habe ja Angst. Im gewissen Sinn habe ich Angst davor, wenn es knallen sollte. Klar. Weißt du, ja, verstehe ich. Klar. Aber irgendwie reizt es sich ja auch. Wenn das jetzt im Sande verläuft, ich will das mal so ganz, ich weiß, man weiß ja nicht, wer zuhört, aber das ist mir auch völlig wurscht. Weil dieses Thema, das liegt mir so doll, irgendwo, ich muss da ein bisschen Luft kriegen. Mhm. Das war auch der Sinn meines Anrufes. Also meine Meinung ist eindeutig, ich finde, du solltest dich mit der Frau treffen. Ja, das werde ich auch tun. Und ich drücke dir die Daumen, was immer dabei rumgeht, rumkommt. Ja gut, aber ich bin so sehr Realist, wenn es den Bach runtergeht, nur, man kann sich darauf so schlecht einstellen, weißt du? Tja. Das ist doch weder Sekt noch Selters, wenn man jetzt versucht, sich auf solche Situationen einzustellen. Doch, es ist aber eine Klarheit. Wenn du jetzt nichts machen würdest, dann wäre es Stillstand und es würde nicht vorwärts gehen und nicht zurückgehen. Du musst es machen, du brauchst da Realität in die ganze Geschichte. Mach es. Ja gut, Domian. Ich drücke die Daumen, Otto. Nochmal, schöne Sendung, viele Jahre schaue ich zu. Das ist ja nett von dir, dass du sagst. Was ich sehr, sehr gut finde dabei, das ist jetzt kein Schmalz, nicht, dass du meinst, ich hau da einen auf den Sender rauf, auf Schmalz oder sowas, dass deine Tipps, die du gibst, oder wie knüppelhart du zu der in der Sache manchmal bist, das passt so, da ist meine Denkensweise ist fast identisch. Das ist schön, dass du es sagst. Ich akzeptiere fast ausschließlich, obwohl man toleriert ja nicht alles. Nee. Man muss doch nicht mal einer Meinung sein. Ich danke dir für das Kompliment, Otto, und wünsche dir wirklich alles Gute und toi, toi, toi. Ja, danke schön. Auf Wiedersehen. Ich bin jetzt schon ein bisschen besser, Domian. Prima. Danke. Tschüss. Dankeschön. Achim, 39 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Jörg. Ja. Ja, mein Thema ist so, na, wie soll ich es nennen, verbale versaute Frauen. Verbale versaute, du stehst auf verbale versaute Frauen. Nee, ich stehe gar nicht auf verbale versaute Frauen, das ist ja gerade der Punkt. Sondern? Ja, ich stehe eher auf Frauen, also ich sag mal so, ich habe einfach in den letzten 5 Jahren so, ich sag mal durch die Bank so 20, 30 Frauen kennengelernt. Mhm. Ja, kommen also auch alle aus unterschiedlichen Schichten. Mhm. Vermögend, Otto Normal, Studentin, altersmäßig mal jünger, mal gleich, als ich mal ein bisschen älter. Mhm. Und naja, wenn du sich mit denen dann unterhältst, klingen die teils gebildet, teils auch normal. Und ja, die haben halt alle irgendwo eine Macke, ich sag jetzt mal eine Macke, sobald irgendwo diese sexuelle Schiene abläuft, lassen die also, ich sag einfach mal, die Sau raus. Wie bitte? Die Sau raus heißt einfach, ja, so, ja, Gossensprache, nennen wir es mal so. Wie, du hast in den letzten 5 Jahren 20 bis 30 Frauen kennengelernt. Ja. Und all diese Frauen aus unterschiedlichen Schichten kommend, richtig, aus verschiedenen Milieus und so weiter, die sind verbal versaut, wenn es zum Thema Sex kommt? Ja, ja, ja. Wie äußert sich das denn? Sag mal ein Beispiel, was man auch noch im Radio und im Fernsehen sagen kann. Ja, also zum Beispiel, mach's mir, du Ficker, ja, oder... So sind die drauf, die du kennenlernst? Ja, 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 ja. Ich meine, die meisten also Männer... Ich hab wirklich schon nachgedacht, woran liegt es, und ich mach mir also wirklich da einen Kopf drüber. Ich meine, Achim, die meisten Männer beneiden dich, dass du auf solche Frauen stürst. Warum stört dich das so? Hä? Warum stört dich das so? Also mich stört das total.
total ab, jo. Ist es wahr, ist es wahr. Ja. Also ich muss auch sagen, meistens war das immer der ausschlaggebende Punkt, kam dann von meiner Seite. Ja. Dass ich also dann, ich sag einfach mal, mir nicht, dir nicht die Klamotten hingeschmissen habe und habe gesagt, sorry, das war's. Mhm. Ja. Aber wirklich erstaunlich ist ja, dass es eine große Anzahl von Frauen, dass die alle so getickt haben. Ja, also da, ich habe auch also dann überlegt selber an mir zum Beispiel, dann, ich hatte mal meine Haare länger, dann habe ich gedacht, naja gut, dann hatte ich meine Haare kürzer, dann bin ich mal rumgelaufen mit so einem 3-4-Tage-Bart, dann mal rasiert, dann halt Otto normale Klamotten, Jeans, dann wieder mal so ein bisschen anders, ja, weil ich gedacht habe, vielleicht gibt es irgendeinen Punkt, wo, aber das hat alles nichts gebracht. Wie waren die Frauen denn früher, mit denen du zu tun hattest? Gab es denn da mal welche, die dir gefallen haben und die nicht gleich versaut loslegten? Ja, mit Sicherheit. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Es hat auch jetzt gar nichts damit zu tun, wohin man geht. Ja, ob ich jetzt in ein Bistro gehe, eine Disco gehe, Kino gehe, keine Ahnung. Also du ziehst es förmlich an, ne? Ja. Und da hast du dir Gedanken gemacht, liegt's an mir, ne? An mir, Achim, dass ich das anziehe. Bist du mit den Frauen denn auch ab und zu mal in die Kiste gegangen? Ja, natürlich. Ja, und währenddessen ging es dann auch weiter mit der mit der verbalen versauten Sprache. Ja. Nein, ich habe mich dann einfach gefragt, Jürgen, guck mal, ich denke mal, jeder Mensch hat irgendwo einen gewissen Wert. Und ich glaube nicht, dass die Frauen sich jetzt nur wegen mir um, ich sag einfach mal, 180 Grad drehen und plötzlich so eine Schiene rauslassen. Ja, das ist so mein Punkt, woran ich denke. Und dann denke ich einfach, ja, dann bist du einer irgendwie unter vielen. Ja. Und ja, das ist einfach nicht mein Ding. Du hast es gerade angedeutet, aber nicht konkret gesagt. In welchem Alter? Welchem Altersrahmen haben sich die Frauen bewegt? Ich sag einfach mal so 32, 35, 40, 38, ja, so. Vielleicht sind die Frauen in diesem Alter eher so, ich weiß es nicht, vielleicht eher so drauf, aber eigentlich nicht, nee. Ja, Jürgen, ich meine, man kann die immer mal, ich sag mal, ins Fettnäpfchen treten, aber wenn das generell durch die Bank passiert, ist das schon relativ komisch. Ich bin ganz fassungslos, weil ich das gar nicht so glauben kann, aber ich glaube es dir natürlich, wie du es jetzt erzählt hast. Ja, ja. Das ist ja eigentlich eine regelrechte Pechsträhne, die du da hast. Ja. Warst du früher mal länger mit einer Frau zusammen, eine längere Beziehung? Ja. Ja. Wie ja. lange? 6 Jahre. 6 Jahre. Ja, es gab auch mal 3 Jahre und so weiter. Mhm. Ja. Wenn die Frauen solche versauten Sachen sagen, aha, und wir haben ja schon eine Ahnung, was da alles noch ausgesprochen wird, wie ist deine spontane Reaktion darauf? Also ich sag mal, dann geht gar nichts mehr. Mhm. Ja. Mhm. Also weder schmusen, küssen noch sonst irgendwas. Mhm. Wie wünschst du dir eine Frau? Ich meine, die kann ruhig eine große Klappe haben. Das ist gar nicht der springende Punkt, Jürgen. Aber ich denke mal, der springende Punkt ist einfach, dann hätte ich lieber eine Frau, die beim Sex gar nichts sagt. Das hört sich vielleicht daneben an, aber ist mir immer noch lieber, als wenn jetzt einer sagt, ja, ich sag mal, reiß mir den Arsch auf. Das ist mal ganz platt. Ja, ja, also meine Sprache ist das nicht. Ich gebe einfach nur so wieder, was ich selber mal erlebt habe. Ja. Ja, also sorry. Ich meine, es gibt Männer, die finden das bestimmt toll, die turnt das anders und mich turnt das ab. Was machen wir denn jetzt mit dir, Mensch? Was machen wir denn? Wir müssen für dich jetzt eine ordentliche, brave, solide, saubere Frau suchen. Ja. Die nett ist, die romantisch ist. Ja, also ich finde schon. Also ich meine, in der heutigen Zeit hört es vielleicht ein bisschen Softie-mäßig an. Ich glaube nicht, dass ich ein Softie jetzt unbedingt, aber ich glaube, irgendwo gehört das schon dazu, Jürgen. Ja. Ja, finde ich auch, absolut. Ja. Also ich habe mich jetzt ein bisschen über lustig gemacht. Es würde mich genauso abtören, wenn ich permanent mit so etwas konfrontiert würde. Ja. Sage ich dir. Ja. Und ich glaube, du hast einfach nur Pech gehabt in der letzten Zeit. Du hast einfach 5 Jahre. Ja, ist schon eine lange Zeit des Pechs, ist mir schon klar. Ja, 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 ich sehe es. Ich wüsste nur mal gerne die Erklärung, warum diese Frauen alle so drauf sind. Also ich weiß nicht, Jürgen. Ich weiß es so. Ist das vielleicht ein Ausdruck von einer weiblichen Midlife-Crisis oder so? Ich denke mal gar nicht. Ich denke mal, vielleicht interpretieren die Frauen auch in meinen Typ irgendwas rein, was vielleicht gar nicht ist. Und dann anstatt sich vielleicht wirklich konkret mit meiner Person mal zu befassen. Ich würde dich ja gerne mal sehen jetzt, in diesem Moment, um das beurteilen zu können. Vielleicht siehst du auch wirklich aus wie so eine Sau. Ne? Na, weil die Frauen denken, denen muss man... Ich sag mal, pass auf, Jürgen, ich sag mal ein ganz kleiner Tipp. Also jetzt habe ich meine Haare relativ kurz. Ja. Also vielleicht ein bisschen länger wie du jetzt. Ja. Ich weiß nicht, mein Bekanntenkreis hört sich jetzt lustig an, sagt, ich hätte immer so einen Touch weg von Mickey Rook. Siehst du? Boah, da jetzt sind die Frauen doch völlig fertig. Ist so, ja? Ja. Und ich meine, klar, daran kann es natürlich schon liegen, dass Frauen irgendwo denken, naja gut, der hat so einen Touch weg von Mickey Rook. Genau, die denken, nur so kann ich den scharf machen. Ja, kann gut sein, ja. Was machst du vom Beruf?
Ich arbeite in der Computerfirma. Aha. Ja. Ich meine, da kann natürlich vieles dran liegen, dass du so eine Ausstrahlung hast von so einem herben Reißer. Ja, aber so bin ich nicht. Das ist eben der Punkt. Ja, eigentlich ist es ja toll, wenn du so aussiehst, aber in diesem Fall ist es dann auch nicht toll für dich. Ne? Schlägt auf dich zurück. Nee, also ich finde es schade, weil ich habe mich dann eher auch wirklich mit den Frauen selber als Mensch auch auseinandergesetzt. Mhm. Ja. Mhm. Und das war auch alles okay, nur bis zu diesem Punkt und dann... Vielleicht solltest du dich doch mal ein bisschen mehr Softie-mäßig gestalten. Habe ich auch probiert. Hat auch alles nichts genutzt. Ja, also ich habe mich auch mal wirklich glatt rasiert, wie so ein Milchgesicht, weil ich gedacht habe, naja gut, dann gibt es irgendwo eine andere Wirkung. Nee, gar nicht. Ja. Ja. Also, da weiß ich jetzt keinen schlauen Rat, Achim. Nee. Überhaupt nicht. Ich kann nur meinen Wunsch zum Ausdruck bringen, dass dir eine ordentliche Frau über den Weg läuft. Ja. Wobei ich nicht sagen will, dass die anderen Frauen nicht ordentlich sind, die so im Bett drauf sind. Aber eine Frau, die nach deinem Geschmack ist, so wünsche ich es dir. Also ich denke auch mal gar nicht, man sagt ja immer, die Taten sagen mehr als Worte, aber in dem Moment sage ich mal, leider Gottes ist es sozusagen für mich die Worte mehr als die Taten. Ja. Ja, ist leider so, Jürgen. Ja. Ja, ich meine, wie gesagt, es gibt Sicherheitstypen, die finden das toll oder die turnen das sogar an. Also wie groß bist du? 1,88. Ja, 1,88, aussehend wie Mickey Rourke. Ja, also so ein Touch. Ja. Und die Stimme ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, die Stimme ist nicht schlecht. Da fahren natürlich die Mädels auf ab, ist schon klar. Aber wie gesagt, Jürgen, ich meine so... Vielleicht so einen kleinen Aufkleber, ich bin ein Softie oder so. Ich bin gar nicht so, wie ich aussehe oder sowas. Ja, das wäre vielleicht auch der Bringer möglich. Ich wünsche dir eine tolle Frau. Ja, Jürgen. Von ganzem Herzen. Ja, und also wie gesagt, auch nochmal ein Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. Ja, ist toll, finde ich gut. Ich danke dir vielmals. Auf Wiederhören, Achim. Ja, ich wünsche dir was. Tschüss. Ciao, Jürgen. 1:31 Sekunden, kleine Pause. Nur 37 und 2 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Nächste Woche, also nächsten Donnerstag, also übermorgen, haben wir ein Thema. Und das Thema heißt, ich hatte einen Filmriss. Am Donnerstag möchte ich mit euch über dieses Thema reden. Ich hatte einen Filmriss. Heute ist jedes Thema möglich, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Darüber können wir reden. Die nächste Anruferin ist Christiane. Stimmt das? Ja, ne? Ja, hallo. Christiane, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Richtig, hallo, morgen. Ich rufe an wegen Anja. Wegen der Krankenschwester, die ihr Doppelleben führte gestern. Ja, die ein Doppelleben führt als Hure und Krankenschwester. Richtig, genau. Und ich wollte ihr vorschlagen, ich hoffe, dass sie das jetzt mitkriegt, dass sie aufhören soll mit dem Job. Ja. Weil es bringt nichts. Man kann auch mit wenig Geld genauso gut leben, weil die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht. Du sprichst aus eigener Erfahrung, das heißt, du hast auch als Hure gearbeitet früher? Richtig. Wie lange hast du als Hure gearbeitet? 5 Jahre. 5 Jahre? 12. 12? Mhm. Bis zum wievielten Lebensjahr? Ja, so 30, 31 oder also so. Jetzt so 31 knapp, ja. 3 Jahre raus aus dem Geschäft. Ja. Hast du nebenher auch noch einen anderen Beruf gemacht? Nee, ich war zwischendurch immer wieder solide. Also mein Freund, also ich habe dann jemanden kennengelernt nachher, dann ging es mir eigentlich relativ gut. Wir hatten auch Geschäfte und so. Aber man reist halt immer wieder raus. Mhm. Und nachher, nachdem ich ganz aufgehört habe, habe ich mich auch von ihm getrennt. Ich meine, das Geld ist nicht alles. Habe ich nicht so verstanden. Also es gab zwischendurch mal Phasen, wo du nicht gearbeitet hast. Richtig, also, hast du denn auch ganz heimlich... Nein. Also du bist offener damit umgegangen. Ja, alles auf jeden Fall. Meine Eltern, alle wissen das. Ja. Wie haben die denn damals darauf reagiert? Meine Mutter hat total cool. Sie hat gesagt, so, ich bin ihre Tochter und bleib ihre Tochter. Was soll sie machen? Mhm. Und der Vater? Mein Vater ist ja krank, also der hat das, glaube ich, gar nicht so gerafft. Mhm. Mhm. Und du hattest auch eine Beziehung während dieser Zeit oder mehrere Beziehungen? Und die Männer wussten das auch? Ja, klar. Und du sagst das so, ja klar. Also, ja, und, was für Männer hat man da? Ich meine, da sind nur Zuhälter und Verbrecher, war ich mal in irgendeiner erzählt. Es gibt auch andere, selten. Also du hattest keine dollen Männer in der Zeit? Mit der letzte, ja, da kann ich also nicht viel sogar sagen. Der hat mich auch da rausgeholt, also davon ab.
Aber ich bin halt immer wieder zurück. Ich hätte nicht gemusst, aber man geht halt. 12 Jahre als Hure gearbeitet, das heißt auch, dass du viel Kohle gemacht hast. Ja, klar. Wie sah es bei dir aus im Monat ungefähr? Wie viel hattest du in guten Zeiten? Ich kann übertreiben, aber ja, so 12. Aber 12.000. Ja, aber das ist auch schon, das war auch die letzten Jahre nicht mehr so. Weil ich habe nie im Club oder privat gearbeitet. Ich war da richtig professionell im Puff. Und da ist halt hammerhart. Man kann heutzutage noch viel verdienen, man muss aber auch sehr viel dafür tun. Und ich weiß ganz genau, die Mädchen machen sich damit kaputt. Ja. Weil mein Ex, der hat auch Clubs und ich habe auch im Club hinter der Theke gearbeitet. Mhm. Die machen sich einfach kaputt, die Mädchen. Sag mal, Christian, du hast aber keinen Beruf gelernt vorher. Nein. Wie hast du das dann geschafft? Wie arbeitest du jetzt oder wie hast du dann direkt danach gearbeitet? Oder als was hast du gearbeitet? Ja gut, ich hatte meine Familie von meiner Schwester in Schweren. Die hat eine Boutique, da konnte ich sofort anfangen. Ja, als Verkäufer. In der Stadt wieder gezogen, wo ich herkomme. Ja. Und habe dann auch einfach eine Weiterbildung gemacht. Ja. Habe auch sofort eine bekommen. Mhm. Und bin jetzt ganz normal im Callcenter am Arbeiten. Und ich komme auch mit wenig Geld klar. Was machst du jetzt? Man verdient da sehr gut und das reicht. Ich habe nicht verstanden. Was machst du jetzt? Im Callcenter. Im Callcenter. Mhm. Also ein ganz normaler Beruf. Richtig. Mit viel, viel weniger Kohle als das, was du vorher verdient Richtig. Hast. Hast du dieses Geld alles verprasst oder angelegt? Klar. Verprasst. Nee, ist weg, ja. Ist weg. Ja klar, weil mein Ex, wir hatten dann die Geschäfte und so. Und mhm. Aber wenn man 12 Jahre mit so viel Kohle gelebt hat, ist es doch sicher sehr schwierig, sich dann wieder zurückzuschrauben. Sehr schwer. Aber es geht. Man hat auch nie Geld. Man ist immer knapp. Mhm. Aber es geht auch. Und ich habe auch mein Auto. Ich habe auch meine Wohnung. Und ich habe einen neuen Freundeskreis. Die haben alle nichts damit zu tun. Die wissen aber alle, was ich gemacht habe. Also das ist für dich ein ganz klarer Rat an die Anja von gestern. Geh raus. Ja, geh raus. Was würdest du sagen, war für dich das eigentlich das Schlimmste an dieser Zeit, an diesen 12 Jahren als Hure? Der Druck überhaupt. Heute verdienst du nichts, morgen hast kein Geld oder so. Mhm. So, und nee, möchte ich gar nicht mehr, weiß ich nicht. Hat es Spuren in dir hinterlassen? Klar, auch mit der Liebe, auch mit Freunden, klar. Mhm. Welche Spuren sind das? Ja, auch so, dass man niemandem mehr vertraut, dass man keinen Vernünftigen mehr findet, weil ich gehe auch offen damit um, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich gehe offen, wenn ich jemanden kennenlerne und ob ich den jetzt als Freund möchte oder nur als guten Freund, die müssen das akzeptieren. Mhm. Und wenn sie es nicht tun, dann sind sie es nicht wert. Aber ich habe nur positive Erfahrungen gemacht. Deswegen also. Hast du noch Kontakt zu Freundinnen von damals, zu Kollegen? Ja. Und die sind noch im Job? Aber nur ab und zu mal eine SMS oder so, ne? Also jetzt nicht großartig. Es gab in den letzten Jahren nicht mal irgendwann so einen Moment, wo du dachtest, ich gehe wieder rein. Doch, auch einmal. Was war das? Was war da los? Ja, Geld halt. Ich war arbeitslos. Mhm. Das war letztes Jahr im Sommer. Und ich hatte an der Bank noch ein paar Mark schon, aber das sind wirklich nur ein paar Mark. Und da hat man dann schon gedacht, komm, jetzt gehst du mal wieder, dann hast du mal wieder. Aber nee, hab ich gedacht, nee, alles hier aufgeben wieder und wieder verstecken. Da hätte ich mich verstecken müssen. Und das wollte ich nicht, das ist nicht wert. Obwohl du ja sagst, dass du schon auch damals ziemlich offensiv damit umgegangen bist, hast du doch das Gefühl gehabt, ein Doppelleben zu führen. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja. Weil die letzten Jahre, meine Eltern wussten es früher, die letzten Jahre vielleicht geahnt. Ich habe nicht in der gleichen Stadt gewohnt, aber im Endeffekt wussten sie es. Bereust du das, dass du in dieses Milieu damals gekommen bist? Ja. Komischerweise, ja. Ich meine, es gab schöne Zeiten, jetzt nicht das Milieu, das ganze Leben, so die letzten 12 Jahre. Aber so die ganze Teenie-Phase, so wenn ich jetzt so die Teens erlebe, man hat viel verpasst und deswegen würde ich der Anja auch sagen, sie soll auf jeden Fall damit aufhören. Auf jeden Fall, sofort. Hoffen wir, dass die Anja heute zugehört hat. Und, ich hoffe. Ja, das ist ja immer, ich sag, das hat immer ein größeres Gewicht, wenn jemand, der das selbst hinter sich hat, so einen Rat formuliert und sagt, also wenn ich das so sage, ne? Wenn du das sagst, du kannst es nur wirklich am eigenen Leib alles nachempfinden. Und vor allen Dingen, man kommt auch mit wenig Geld aus. Mhm. Auch als Krankenschwester, wie kann sie ja auch noch sich weiterbilden oder so. Absolut, klar. Hört sich jetzt doof an, aber es ist so. Christiane, ich danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Und für den Rat und hoffe, dass es rübergekommen ist. Ja, ich hoffe auch. Alles Gute dir. Dass ich durchgekommen bin. Jo, ja, tschüss. Tanja, 21 Jahre alt, guten Morgen. Ja, schon guten Morgen, Domian. Schon guten Morgen, Tanja. Ja, ich habe ein kleines Problem und zwar kann ich schon seit 3,5 Monaten nicht mehr schlafen. Das heißt, ich bin nachts wach, also morgens bis 6, 6:30, das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Das Problem ist nur, ich bin total müde und ich kann nicht schlafen. Also ich war beim Arzt, es ist alles in Ordnung, so gesehen Blutwerte und so weiter. Schlafmittel haben nicht geholfen, Wachmacher nicht. Aber wenn man 3,5 Monate überhaupt gar nicht schlafen, gibt's ja gar nicht. Du musst ja ab und zu schon mal so wegdösen. Ja, das natürlich. Ich döse ein, nur es reicht nicht. Ne? Also ich bin nicht vom Schlaf erholt. Sagen wir so. Das heißt, wenn ich aufwache, bin ich mehr gerädert als alles andere. Ja. Wie lange sind denn die längsten Schlafphasen bei dir? 5, 6 Stunden.
Naja, es geht ja noch, ne? Ja, nur das ist, weil mein Zeitrhythmus ist so, ich arbeite abends in der Gastronomie, bin damit auch relativ glücklich. Und wenn ich dann nach Hause komme, ist es 12, vielleicht auch schon eher. Und vor 7 Uhr mit Schlafen ist da gar nichts. Also ich bin dann nachtaktiv, räume meine Wohnung auf, damit ich vielleicht dann den Dreh habe, um einzuschlafen. Ich habe es mit Rotwein probiert, mit Schlaftabletten, morgens Wachmacher, also die habe ich vom Arzt bekommen. Hämopädische Sachen, heiße Milch, so, wo man halt so hingreift, ne, in seiner Not, und das hilft nicht. Ich habe ja auch sehr große Schlafprobleme, insofern unterhalten sich da zwei Fachleute miteinander. Die heiße Milch kannst du dir von der Backe schminken. Ja. Das hilft überhaupt gar nichts, und auch nicht der Baldrian-Tee und was man da so für Tipps bekommt. Wie ist es denn zu erklären, dass es erst seit 3,5 Monaten so ist? Ja, das war die Zeit, ich war letztes Jahr auch im Ausland gewesen, hatte da sehr schlechte Erfahrungen leider gemacht, mit denen ich nicht so gerechnet habe, und musste aufgrund dessen auch wieder nach Deutschland zurückkommen. Was waren das für Erfahrungen? Also ich habe da in einem Familienbetrieb gearbeitet. Das waren Leute, die ich auch schon aus Deutschland kannte, also von daher alles sehr sicher eigentlich. Nur hat sich da das Blatt so gewandt, die haben, wie soll ich das beschreiben, Psychoterror eigentlich auch mit mir gemacht. Das ging aber auf einer Ebene ab, wo du das nicht sofort merkst. Das heißt, die Schuldige war immer ich, egal was passiert war, ich war schuld. Deren Söhne haben dort in diesem Lokal auch mitgearbeitet und die haben belogen, betrogen, geklaut, sind gar nicht zur Arbeit erschienen, solche Sachen, und das Lokal war voll und ich war schuld. Ach so. In welchem Land war das? Spanien. In Spanien. Auf Mallorca. Und seitdem du zurück bist, bemerkst du das so an dir, dass es gar nicht mehr so funktioniert. Das heißt, du bist wahrscheinlich auch sehr, sehr beschäftigt mit irgendetwas, ne? Ja. Seelisch, sehr beschäftigt. Eigentlich habe ich mir schon, also diese Reise, weil ich selber mit meinem Pkw gefahren bin, war schon sehr anstrengend, das muss ich zugeben. Ich bin durchgefahren, 15 Stunden von Barcelona bis Münster, und das war schon heftig, muss ich ehrlich sagen. Also in diesen 6 Wochen, 1,5 Monate, ja, oder 7 Wochen waren es hinterher, wo ich dort war, habe ich auch 15 Kilo abgenommen. Das war sehr, sehr viel in kurzer Zeit. Ist während dieser Zeit, in diesen 6, 7 Wochen, etwas ganz Schlimmes passiert? Ja, es kam immer mehr dazu. Ja, das war so, ich wollte dann gehen aus diesem Lokal. Ich habe nicht mein Geld bekommen, was vereinbart wurde, weil das alles nur mündlicher Vertrag war. Ich habe vertraut, das werde ich heute auch nie wieder machen. Mir fehlte also Geld für meine Rückreise. Ich war schon irgendwie innerhalb von 10 Minuten, hatte ich meine Koffer gepackt und ins Hotel. Das Geld hatte ich schon und musste jetzt natürlich sehen, dass ich mein Geld für die Rückreise bekommen würde. Habe daraufhin nochmal diese Frau angerufen und gefragt, ob sie mir wenigstens diese 500 D-Mark geben kann, damit ich bis nach Hause komme, diese Spritkosten und Maut und so. Und sie sagte, nein, das würde sie überhaupt nicht interessieren, das wäre mein Problem, wie ich nach Hause kommen würde. Ich sollte doch eine Freundin fragen. Das Problem war, das Fährticket hatte ich schon für die Fähre und es war Wochenende. Ist hat man Gewalt auf dich ausgeübt? Bist du da? Körperlich nicht. Nein. Bist du eigentlich Studentin und machst das nebenher oder arbeitest du hauptsächlich in der Gastronomie? Hauptberuflich in der Gastronomie. Das mache ich schon 8 Jahre und bin da auch eigentlich sehr glücklich. Ich habe das Glück gehabt, als ich seit 8 Jahren, du bist 21. 28. 28? Ach, ich habe gerade 21 hier. Macht nichts. Ah ja. Und ich bin auch sehr glücklich. Und ich hatte das große Glück, bei meinem alten Chef wieder die Stelle zu bekommen. Ja. Und bin auch sehr glücklich darüber, dass ich auch wieder da bin. Ich wollte halt was Neues ausprobieren. Tanja, aber es ist ja nun ganz offensichtlich, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen den Horrorerlebnissen, die du da in Spanien hast über dich ergehen lassen müssen, und den jetzigen eklatanten Schlafstörungen. Ja. Ja, da ist ja ein ganz klarer Zusammenhang. Absolut. Ja. Also ich beobachte auch an mir, dass ich seit geringer Zeit, sagen wir mal so 4, 5 Wochen, sehr viel Alkohol zu mir nehme, mich nach dem Essen erbreche, weil ich einfach auch viel zugenommen habe. Und das macht mir schon Angst, weil das bin nicht ich. Ich bin total aus dem Gleichgewicht, aus dieser Waage raus. Und eigentlich bin ich sehr aktiv tagsüber. Also ich gehe zum Sport, ich guck mal hier, mach mal das, mach auch noch irgendwie was nebenbei, mich beschäftigen, weil ich habe nur den ganzen Tag für mich und ich gehe nur abends arbeiten. Und das bin ich gar nicht mehr. Ich glaube aber, wenn du das jetzt auch noch erzählst, dass du da dem Alkohol zusprichst und dich auch erbrichst,
dass das ein Signal ist für etwas sehr Kompliziertes, was da im Hintergrund noch glimmt oder brennt bei dir. Deshalb würde ich gerne, sehr gerne, weil das gehört jetzt auch nicht in den Rahmen der Sendung, dass du mit meiner Psychologin mal ein paar Worte redest. Ja, gerne. Das würde ich sehr empfehlen und sehr gut finden. Das ist Heide. Heide ist meine Psychologin heute Nacht. Versucht mal gemeinsam so ein paar Sachen rauszukriegen, wo die Ursächlichkeiten liegen und was man dann wiederum auch tun könnte. Vielleicht ist diese Schlafstörung auch wirklich nur ein äußeres, ein Signal, ein Symptom für etwas, was dich sehr quält. Ja, weil es geht halt eigentlich schon über einen zu langen Zeitraum und ich merke, ich mache schlapp. Also ich bin ja, klar, verstehe ich. Total schwach. Und du wirst ja wahrscheinlich auch nicht diese 5 Stunden immer schlafen, dann ging es ja noch, ne? Nee, sondern ich ab und zu mal. Ja. Einen sehr leichten Schlaf, also unglaublich. Du legst bitte auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich gleich an. Ich bedanke mich. Tanja, alles Gute und gute Besserung. Wünsche ich dir auch. Dankeschön, danke, tschüss. Tschüss. Sebastian, 18 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Sebastian. Dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich ein ziemlich schweres Leben hinter mir habe und nicht weiß, wie es so richtig weitergehen soll. Was hast du hinter dir mit 18 Jahren? Du bist ja erst 18 Jahre alt. Ja, ich weiß, dass ich ziemlich jung bin noch, aber das, was ich erlebt habe, ist schon ziemlich krass. Also die letzten 2 Jahre waren eigentlich so ziemlich der Horror gewesen. Was ist denn passiert? Ja, also das Ganze hat eigentlich schon angefangen vor 4 Jahren. Hatte ich in der Familie Gastprobleme. Mein Vater war ziemlicher Alkoholiker, hat so 10 Flaschen am Abend weggedrückt innerhalb von 4 Stunden. Wurde ja auch jeden Abend besoffen und fing dann an, uns zu schlagen, also mich und meine Mutter, auch mit Fäusten. Du bist das einzige Kind der Eltern? Ich bin Einzelkind. Und und wir waren da auch in Frankreich gewesen in der Zeit. Wir haben 3 Jahre in Frankreich gewohnt. Dann gab es dann dort finanzielle Schwierigkeiten, familiär gesehen. Und durch die finanziellen Schwierigkeiten sind wir dann wieder zurück nach Deutschland. Und ein Jahr später, das heißt im September 2000, hat sich dann mein Vater erhangen. Auch ohne Grund. Und wir hatten da in dem Moment hatten wir einen Hausvertrag unterschrieben gehabt, einen Kaufvertrag. Und von dem wegzukommen war halt nicht einfach. Weil mein Vater sich halt erhangen hatte, ging das dann. Und ohne Grund, man weiß nicht, warum er sich das Leben genommen hat. Man weiß es nicht. Bis heute nicht. Nee, hast du ihn gefunden? Nee, zum Glück nicht. Also meine Mutter hat ihn dann nachts gefunden. Und es war schon ziemlich krass. Vor allem hatten sie mich dann noch gefragt, ob ich ihn sehen will. Also das fand ich ein bisschen übertrieben, weil man will sich wohl keinen angucken, der sich erhangen hat. Das heißt, du hast ihn dir auch nicht angeguckt? Nee. Also ich hatte dermaßen eine Wut auf ihn gehabt, weil es halt ziemlich schief gelaufen ist die ganze Zeit. Und wer weiß, was ich dann gemacht hätte zu dem Zeitpunkt. Du hast gerade ein Stichwort gesagt, Kaufvertrag. Bedeutet das, dass ihr dann auch in große finanzielle Schwierigkeiten geraten seid, deine Mutter und du? Ja, also eine Zeit lang musste ich neben meiner Ausbildung, da hatte ich dann 850 Mark netto. Und meine Mutter hat keinen Beruf gelernt, weil sie mich mit 17 Jahren gekriegt hat. Und mein Vater halt so ein konservativer Typ war, der wollte unbedingt, dass meine Mutter dann hinterm Herd steht und für die Familie dann kocht und so weiter. Und dann konnte sie dann ihren Abschluss nicht machen, hat dann keinen Beruf gelernt, nichts. Ja, und dann hat sie dann eine Witwenrente zugesprochen bekommen von 500 Mark. Wir hatten zu der Zeit, haben wir in einem Haus gewohnt, was 1400 Mark Miete gekostet hat. Und dann musste ich dann nachts, also abends bin ich dann noch in der Gastronomie gewesen, habe dann gekellnert bis nachts um 1. Und musste aber morgens um 5 wieder raus, um zur Ausbildung zu fahren. Was war das Schlimmste in den letzten Jahren für dich? Ja, erstens der Tod. Dann im Februar 2001 habe ich dann die Diagnose gestellt bekommen, dass ich Multiple Sklerose habe. Und ich hatte eigentlich so Aufstiegschancen im Fußball, hatte auch ein Angebot von Hessen Kassel bekommen, das musste ich dann ablehnen. Und ich meine, wenn man 12 Jahre einen Sport betrieben hat und den an den Nagel hängen musste, ist da auch schon eine ziemlich starke Umstellung. Also da jagt ja wirklich dann eine Hiobsbotschaft die andere. Ja. Wie geht es dir denn heute? Erst mal gesundheitlich im Moment? Gesundheitlich geht es. Also ich habe vor 2 Monaten bin ich halt als umgekippt. Und war auch 4 Wochen krankgeschrieben deswegen. Nur das Problem ist halt, ich wohne alleine. Du wohnst nicht mehr mit deiner Mutter zusammen? Nee, das hatte den Grund, dass meine Mutter einen anderen Kerl kennengelernt hat.
Und da habe ich hinterrücks erfahren, dass die heiraten wollen und eben zusammenziehen. Das heißt, du stehst jetzt ganz, eigentlich ganz alleine da? Genau. Hast du, aber du hast noch Kontakt zu deiner Mutter? Oder auch nicht? Kontakt habe ich schon, ja, aber der ist ziemlich schlecht. Also du stehst alleine da, hast die Diagnose präsent im Kopf von einer sehr schweren Krankheit eigentlich. Mhm. Was machst du? Wie verbringst du deine Tage? Ja, im Moment ist es eigentlich so, ich meine, ich bin ja ausgezogen und da war halt die Entscheidung, musste ich treffen, ob ich da oben bleibe, in der Gegend von meiner Mutter, um meine Ausbildung weiterzumachen, mhm, oder ob ich auf mein Herz höre, weil ich hatte eine Fernbeziehung von 203 Kilometern, mhm, ob ich zu meiner Freundin ziehe und dort eine neue Ausbildung anfange. Mhm. Den Schritt habe ich dann getan. Mhm. Und welche Ausbildung machst du? Jetzt bin ich im Moment in der Ausbildung zum Speditionskaufmann. Ja. Und ich verdiene 800 Mark netto, muss aber eine Wohnung finanzieren von 700 Mark. Aber da kann man ja nicht leben. Nee. Wie lebst du? Ich meine, noch kriege ich keine Zuschüsse, weil der Staat, natürlich Arbeitsamt, kennt man ja, die bewegen ihren Hintern einfach nicht. Der Antrag ist schon seit Oktober gestellt und die bewegen ihren Arsch einfach nicht. Mhm. Und ich kriege Halbwaisenrente. Das sind 380 Mark, dann kriege ich noch das Kindergeld. Ich kann davon leben, ja, wenn ich wirklich aufpasse. Aber ich kann mir nichts erlauben, ich kann abends nicht weggehen oder irgendwas. Das heißt, du hast gerade das Gespräch angefangen. Sebastian, 18 Jahre, habe in den letzten vier Jahren ziemlich heftige Sachen erlebt. Mhm. Und die hast du uns ja jetzt auch so ein bisschen erzählt. Und du rufst mich heute an und erzählst es mir eben. Was war so eigentlich der Hauptmotivationspunkt, Sebastian, für dich hier anzurufen und das zu erzählen? Ich habe deine Sendung öfters verfolgt, mhm, und ich fand halt, dass du ein Typ bist, mit dem man klasse reden kann. Und ich habe mir einfach gedacht, der rufst du mal an, der kann dir eine objektive Meinung dazu geben, mhm, weil der kennt dich nicht, der weiß nicht so richtig, was ist das nur für eine Person, mhm, um eben so einen sachlichen Meinung dazu zu kriegen. Weil meine Freundin hat mich dann auch kurze Zeit darauf, nachdem ich hier runtergezogen bin, mhm, hat sie mich dann auch verlassen, wegen einem anderen. Mhm. Damit kam ich auch nicht klar. Aber du hast ja so viele Sachen erzählt, die sehr schlimm sind, die sehr schwer sind, die manch einen jungen Menschen wirklich vielleicht so umgehauen hätten, dass er in der Gosse gelandet wäre. Das bist du nicht. Ja, ich bin so eine Kämpfernatur. Ja, das ist doch auch schon mal was ganz Tolles und was ganz Positives. Ja. Du wolltest Fußballer werden, das kannst du nicht wegen der schweren Erkrankung. Du hast dich mit deiner Mutter überworfen, obwohl das Verhältnis, so habe ich es anfänglich zumindest so verstanden, auch eigentlich ganz gut war mit der Mutter. Du hast eine neue Ausbildung angefangen und jetzt hat die Freundin dich verlassen, aber du machst die Ausbildung weiter. Ja. Das zehrt wahrscheinlich irre an deinen Kräften, aber du lässt dich ja nicht hängen und das ist doch schon mal toll und dafür muss man eigentlich auch dir ein ganz klares Kompliment aussprechen, dass du mit deinen 18 Jahren so drauf bist. Ja, ich weiß, es ist mit mir viel gesagt, ich wäre weiter vom Kopf her als in meinem Personalausweis das Alter stehen würde, aber weißt du, es ist einfach so, das zehrt halt so dermaßen an den Kräften, dass irgendwann die Kräfte halt weg sind. Ja. Man fährt so oft zurück in den Dreck und sich alleine immer wieder da rauszuziehen, ist dermaßen schwer. Wer ist denn im Moment dein wichtigster Mensch? Mein Arbeitskollege. Also ich habe meinen Freundeskreis jetzt erweitert, weil vorher, als ich meine Freundin halt hier unten hatte, bin ich nur mit ihrem Freundeskreis zusammen gewesen. Also dann war es halt auch die Zeit, ich war total alleine hier unten, als sie dann mit mir Schluss gemacht hat. Dann habe ich dann auch halt ein paar Leute kennengelernt und ich verstehe mich halt ganz gut mit denen. Ja, es ist halt schwer. Ich bin halt ein ziemlich sentimentaler Typ und brauche eigentlich jemanden an meiner Seite. Ich glaube auch, dass immer wieder so ein Gefühl hochkommt bei dir. Ich kann das jetzt nicht mehr oder ich habe die Kraft nicht mehr. Es zehrt mich so aus. Ja, ich stand schon an der Autobahn. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber so wie ich dich jetzt wahrgenommen habe, die paar Minuten, während wir uns unterhalten haben, glaube ich das nicht. Ich glaube, dass du jemand bist, der das wirklich immer wieder schafft, auch wenn er Angst hat davor, es nicht zu schaffen. Mhm. Ich glaube, dass du so ein Typ bist. Und ich sage dir auch wirklich nur noch mal ganz, ganz eindringlich, Sebastian, Hochachtung, dass du dich bisher immer wieder quasi am eigenen Schopf herausgezogen hast. Mhm. Und gib jetzt bloß nicht auf. Du hast ja schon eine ganze Menge hingekriegt und hast dich rausgerettet. Und ich bin sicher, jemand, der so eine starke Natur letztendlich ist wie du, der schafft das auch weiter und kommt dann auch in eine Phase, wo er ein gutes Leben führen wird. Das habe ich öfters gedacht und es ist doch nicht eingetreten. Ja, aber du bist ja nun gerade mal erst 18 Jahre alt, Mensch. Ja, aber wie viel? Ich bin 80.
Ja, aber wie viele Phasen gibt es manchmal im Leben, wo man wirklich Durststrecken hat und denkt, es gibt keinen Morgen mehr, aber es gibt dann doch einen Morgen und vielleicht ein ganz tolles Übermorgen sogar. Ja, eine kleine Hoffnung habe ich ja noch. Nämlich? Ich habe jetzt eine kennengelernt, die ist 28, also 10 Jahre älter wie ich. Mhm. Und die hat natürlich schon Ahnung vom Leben. Ja. Und es könnte sein, dass daraus was wird, aber das wäre auch wieder Fernbeziehung. Sebastian, jetzt muss ich leider ganz abrupt Schluss machen. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und mach bitte weiter so und bleib am Ball. Mhm. Mach's gut, tschüss. Ja, tschüss. In der Technik, Anne Buchholz. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen morgen wieder mit einer offenen Sendung. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis morgen, ciao.